In dem heutigen Video zeige ich euch, wie ich meinen Bartroller verwende. Der Bartroller hilft dir dabei, deinen Bartwuchs zu fördern bzw. deinen Bartwuchs zu beschleunigen, damit du einen schönen, vollen, stabilen und kräftigen Bart bekommst. Wie das funktioniert? Der Bartroller, der verursacht kleine Mikroverletzungen auf der Haut. Und bei der Regeneration der Haut wird vermehrt Kollagen produziert. Und das Kollagen ist schlussendlich verantwortlich für dein Bartwachstum bzw. für dein Haarwachstum. Wenn du die ausführliche Erklärung dazu sehen möchtest, dann klick einfach hier oben hin. Damit das Vorhaben aber auch gelingt und du mehr Bart bekommst, solltest du den Bartroller auf jeden Fall richtig anwenden, und in dem heutigen Video zeige ich dir, wie ich persönlich das mache. Vorab gibt es aber noch einige wichtige Hinweise, die ihr definitiv beachten solltet bei der Anwendung des Bartrollers. Der Bartroller ist ein Hygieneartikel und wird ausschließlich von dir persönlich verwendet. Stell dir vor, das ist wie bei einer Zahnbürste, die teilst du auch mit jemand anderes, so ist es mit dem Bartroller auch, also den Bartroller definitiv mit keiner anderen Person teilen. Den Bartroller nicht verwenden, wenn du zum Beispiel Pickel, Akne oder offene Wunden auf deiner Haut hast. Den Bartroller bitte auch nicht auf deinen Augen oder auf deinen Lippen verwenden. Meine persönliche Anwendungsempfehlung für dich liegt bei 2 bis 3 Anwendungen pro Woche, und ich empfehle dir, das Ganze über einen Zeitraum von mindestens 3 bis 6 Monaten zu machen, damit du wirklich spürbare und auch erkennbare Ergebnisse erzielst. Und ein kleiner Pro-Tipp an dieser Stelle noch: Am besten positionierst du den Bartroller zum Beispiel neben deiner Zahnbürste oder irgendwo da, damit du die Anwendung des Bartrollers nicht vergisst. Denn die meisten Leute vergessen halt diese regelmäßige Anwendung, und nur von einer regelmäßigen Anwendung hast du natürlich auch die Möglichkeit, bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Bevor es mit der eigentlichen Anwendung des Bartrollers losgeht, solltest du als erstes mal ordentlich und gründlich dein Gesicht waschen. Wem nicht klar ist, warum: Wenn du zum Beispiel noch Schmutzrückstände oder Ölrückstände auf deiner Haut hast und dein Gesicht vorher nicht wäscht, dann kann es unter Umständen sein, dass du diese Schmutzrückstände in deine Haut mit dem Bartroller einarbeitest. Und dann hast du natürlich die große Gefahr, dass du zum Beispiel Pickel oder Entzündung bekommst, und das möchtest du natürlich nicht. Deshalb auf jeden Fall vorab dein Gesicht gründlich waschen und logischerweise anschließend auch abtrocknen, damit du den Bartroller unter idealen Bedingungen verwenden kannst. Vor der Nutzung wird dieser kleine Bad Boy selbstverständlich auch noch desinfiziert. Ich habe es eben schon gesagt, der Bartroller ist ein Hygieneartikel, der wird nur von dir verwendet, und der verursacht halt so kleine Mikroverletzungen auf der Haut. Und da möchte man natürlich sicherstellen, dass da keine Bakterien oder so dran sind, deshalb auf jeden Fall vorab definitiv desinfizieren. So, dann kann es losgehen mit der Benutzung des Bartrollers, und ich empfehle dir an dieser Stelle einfach mal erst vorsichtig den Bartroller auf deine Haut aufzusetzen, damit du so grob ein Gespür dafür bekommst, wie sich das anfühlt. Du solltest den Bartroller nämlich nur mit leichtem Druck verwenden. Also nicht zu doll, dass diese kleinen Mikroverletzungen zu Makroverletzungen werden, sondern einfach nur einen leichten Druck ausüben. Nicht so, dass es zum Beispiel anfängt zu bluten, sondern wirklich nur einen leichten Druck. Du brauchst aber auch an dieser Stelle keine Angst haben, das tut nicht weh oder so. Wenn du aber den Bartroller einfach mal so leicht auf der Haut aufsetzt und so ein Gespür dafür hast, dann kannst du das schon ganz gut abschätzen. Ich mache das dann so, dass ich erstmal 4-5 horizontale Bahnen mit dem Bartroller ziehe, dann rolle ich den Bart vertikal 4-5 Bahnen hoch und runter nach oben, und dann mache ich logischerweise auch noch die Diagonale. Ein ganz wichtiger Tipp: Wenn du die Richtung wechselst, den Bartroller immer von der Haut absetzen und nicht auf der Haut drehen. Und wenn du den Bartroller auf der Haut drehst, dann kann es natürlich zu Hautirritationen führen. So, wenn ich dann beide Seiten mit dem Bartroller bearbeitet habe, dann wasche ich den Bartroller nochmal ab. Ich desinfiziere den auch nochmal, vorsichtshalber. Das ist vielleicht kein Muss, ich mache es aber trotzdem. Und dann lege ich den Bartroller zurück in die Aufbewahrungsbox, und die steht bestenfalls direkt neben der Zahnbürste, damit du die Anwendung des Bartrollers nicht vergisst. Und im 5. Schritt hast du dann die Möglichkeit, zum Beispiel noch Öle oder Serien auf deine Haut bzw. auf den Bart aufzutragen. Denn die Aufnahmefähigkeit ist nach der Anwendung des Bartrollers viel, viel höher. Denn klar, die Haut ist natürlich besser durchblutet, die Poren sind geöffnet, du hast kleine Mikroverletzungen auf der Haut, und dann können natürlich Öle und Serien viel besser in deine Poren eindringen. Deine Haut kann die Öle und Serien viel besser aufnehmen. Da musst du einfach mal ausprobieren, was für Öle oder Serien für dich in Frage kommen. Jojobaöl ist zum Beispiel ein Öl, was ganz gut funktioniert, aber das ist natürlich auch immer individuell und unterschiedlich von Mensch zu Mensch, welche Öle oder Serien man besser verträgt. Wenn du natürlich auch schon Bart hast, dann kannst du natürlich auch ein Bartöl verwenden, aber achte darauf, dass das Bartöl definitiv gute Inhaltsstoffe hat. Und falls du an dieser Stelle jemanden kennst, der Probleme mit seinem Bartwuchs hat, dann teile liebend gerne dieses Video mit ihm. Ich würde mich nämlich sehr freuen, wenn ich euch mit meinen Videos einfach ein bisschen weiterhelfen kann. Also, viel Spaß beim Bart wachsen lassen, mach's gut, bis zum nächsten Mal.